So, wir wollen mal starten, ne? Chat ist auch am Start. Jo, wir starten. 40.000 Gems Opening geht los. Wir hoffen auf einen Holzfäller. Auch über das Nudelholz, über das Kampfholz wäre natürlich auch nice. Und wir sind auf der Jagd nach den Ice Spirits auf jeden Fall. Momentan die beste Karte oder auf jeden Fall eine der besten Karten. Die Karte ist einfach nur krass. Die wollen wir heute auf Level 10 bekommen? Oder schaffen wir das? Level 10? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Und der Holzfäller, ihr seht, er ist auch im Shop. Ich werde zu Beginn, weil wir werden auch das Gold brauchen, erstmal 100.000 Gold kaufen als Absicherung. Entweder kaufen wir uns den Holzfäller und dafür benutzen wir die 100.000 Gold, oder wir müssen Karten upgraden. Es ist nämlich extremst teuer, Karten zu upgraden. Hier von Level 12 und Level 13 kostet das Ganze mal 100.000 Gold einfach, ne? 100.000 Gold sind dann auch, also 4.500 Gems. Ja, das kostet etwas weniger als 40 Euro. Etwas weniger als 40 Euro, um eine Karte nur abzugraden. Also das sind schon krasse Preise. Ja, gut. Okay, da kam eine Spende rein. Wir starten jetzt das Chest Opening. Wir öffnen erstmal ein paar Giants Chest. Das ist ganz wichtig. Da sind halt auch die Ice Spirits drinne. Sehr oft vertreten. Und wir öffnen aber auch noch mindestens eine Super Magical Chest. Okay, es geht los. Und dadurch, dass wir den Ice Spirit noch nicht so oft haben, wird er jetzt, glaube ich, ziemlich oft kommen. Oh, nice, der Dark Prince. Geht in Richtung Level 6. Der Wizard, der ganz normale, spiele ich nicht mit oft. Und da haben wir ihn schon. 272 mal der Ice Spirit. Und das wird jetzt so weitergehen, ja? Das Spiel möchte ja ein Gleichgewicht herstellen zwischen den Karten, die man hat und die man noch nicht hat. Und da werden jetzt sehr viele Ice Wizards kommen. 30 mal der Riese, sehr nice. Und wieder 273 mal den Ice Spirit. Okay, den könnten wir, glaube ich, heute noch ziemlich oft ziehen. Das wird sehr geil. Ich bin gespannt, wie oft wir den kriegen. Okay, jetzt haben wir erstmal den Ritter dabei, aber wieder 176 mal den Ice Spirit. Letztes Mal, als man die ganze Zeit die Fire Spirits gezogen hat, wo sie noch nicht so stark waren und die ganze Zeit den Ofen gezogen hat, weil das die neuen Karten war, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt ziehen wir hier die ganze Zeit die Ice Spirits raus und das ist einfach nur... Das ist Luxus, ne? Da will man die Karte schön auf einem hohen Level kriegen. Es ist eine extremst starke OP-Karte. Und wir kriegen die hier halt die ganze Zeit hinterhergeworfen. Aus den Giant Chests. Nochmal der Wizard. Und wieder 273 mal. Der Eisgeist. Das ist doch eine geile Sache. Wir haben auch echt, wir haben noch ultra viele Gems übrig. 272 mal der Eisgeist. Richtig gut. Also ich habe damit gerechnet, dass wir ihn oft bekommen, aber so oft bekommen, der ist ja nur am Start. So, jetzt haben wir hier Spenden reinbekommen. Sehr nice, danke für die Spenden von It's Predator und Randy nochmal, jeweils 1 Euro. Sehr nice, danke dafür. Und einen neuen Subscriber, It's Predator PvP, just subscribe. Sehr nice, danke für den Subscribe und herzlich willkommen unter den Subscribern. Und ja, wir werden heute auch noch ein Turnier starten. Ich sehe es schon im... Sehr nice, wieder der Eisgeist. Ich sehe es schon im Chat. Ihr wollt, dass ich ein Turnier starte. Wir werden heute ein 200-Mann-Turnier noch starten. 200 Mann, das kostet 5000 Gems. Ist eine ganz geile Sache. Das Ganze wird gesponsert von Prince Payne. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er hat letztens auch schon mal ein Turnier gesponsert. Das macht er sehr gut. Oh, richtig nice. Wieder. Wie viele kriegen wir denn davon? Es ist ja überall, ein Eisgeist dabei. Das wird ja, die könnten wir ja sogar Level 11 kriegen. Das wäre krass. Da hätte ich Bock drauf. Dark Prince nochmal, sehr nice. Dark Prince wurde ja gerade im letzten Update auch gebufft. Ja, wieder Eisgeist, perfekt. Und der Dark Prince, der haut jetzt ziemlich rein. Das ist eine sehr, sehr geile Karte. Vor allem in der Double Prince Combo. Wieder der Eisgeist. Sag mal, wie viel haben wir denn davon? Und wie viel brauchen wir? Ich grade den gleich mal ab, damit wir irgendwie da ein Verhältnis mal bekommen. Sehr schön, der nochmal ein Riese. Und der nächste Subscriber, danke für den Subscribe. Überraschend viele Magier, ganz normale Magier dabei. 102 mal der Eisgeist, die Valkyrie. Eisgeist. Oh, mal der Royal Giant, aber noch gar nicht. Es ist ja überall diese neue geile Karte dabei. Und nochmal 30 mal der Riese. Das dauert aber auch schon lange, ne? Das dauert jetzt lange, so eine
seltene Karte nochmal ein Level hochzubekommen. Das ist schon ziemlich teuer. Viele fragen sich jetzt, warum ich die Giant Chests öffne. Die Giant Chests haben den besten Wert in dem Spiel. Also wenn ihr ein Chest Opening macht, dann würde ich euch immer die Giant Chests empfehlen. Die haben extremst viel Gold. Gold ist auch ein limitierender Faktor in Clash Royale, ganz klar. Es hapert immer am Gold, ob man die Karten upgraden kann oder nicht. Und für sehr, sehr wenig Juwelen bekommt ihr unglaublich viele Karten. Es sind zwar wenig Legendary Cards dabei und auch wenig Epic Cards, aber man gewinnt die Games nicht mit Epic Cards und Legendary Cards. Man gewinnt das Spiel mit den Common und den Rare Cards. Oh, jetzt haben wir sogar mal die, jetzt haben wir sogar mal die Fire Spirits bekommen. Nicht zum, ich glaube, es war jetzt zum ersten Mal, dass wir nicht die Ice Spirits dabei hatten. Und nochmal der Magier. Kobolde, sehr nice. Oh mein Gott, ne. What? What? Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Einfach aus einer Giant Chest eine Legendary Card. Damit geht der Funky auf Level 2. Ja, krass. Ich dachte, die Legendary Card kommt erst in der Super Magical Chest. Jetzt ist die hier einfach in der Giant Chest am Start. Das war überraschend. Als ich das hier gerade auf dem Bildschirm gesehen habe. Ja, krass. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, ne? Das läuft. Und der Chat eskaliert völlig. 1000 Nachrichten pro Sekunde. Ja, krass. Da sage ich doch mal Danke, Supercell, ne? Einfach aus einer Giant Chest. Sehr, sehr geile Sache. So, es geht weiter. Wir wollen immer noch die Eisgeister haben. Ja, sie werden seltener, ne? Sie werden seltener. Die Eisgeister werden seltener. Ah, guckt euch das doch mal an hier. 800 Riesen. 800 Riesen. Wenn man das erreichen möchte, wenn man Free-to-Play ist, wie lange dauert das denn? Über ein Jahr? So, wo haben wir jetzt hier die Eisgeister? Kommen die überhaupt noch oder war es das jetzt mit den Eisgeistern? Bogenschützen. Minions. Skeletons. Okay, das war's. Keine Eisgeister mehr für uns heute. What the fuck? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Was ist denn mit den Legendary Cards und den Giant Chests passiert? So billig an Legendary Cards ranzukommen, das gab's ja noch nie. Und der scheiß Holzfäller auf Level 2. Was? Also für all die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe 100.000 Gold für den Notfall gekauft, dass wir uns, ihr seht's rechts oben, den Holzfäller übertrieben teuer für 80.000 Gold im Shop kaufen und wir ziehen einfach die Legendary Cards aus den Giant Chests. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Der Holzfäller auf Level 2, oh, das wird so geil werden. Ich liebe den Holzfäller. Die Kombination Holzfäller-Schweinereiter, das wird so geil werden später im Turnier. Wie der ganze Chat jetzt schreibt, deine Hacks sind auffälliger geworden, Hacks. Ja, das habe ich mir hier alles zusammengehackt. So, es geht weiter. Alter, krass. Zwei Legendary Cards aus Giant Chests. Die haben eine unglaublich geringe Wahrscheinlichkeit, da drinnen zu sein. Ultra krass. So, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt hier nochmal ein paar Eisgeister haben. Kriegen wir keine Eisgeister mehr? Der Bowler. Da habe ich ein bisschen zu schnell geklickt. Da war der Bowler dabei. Der Bowler am Start, freigeschaltet. Den ziehen wir uns doch mal. War das jetzt der allererste Bowler? Wir haben den Holz. Das Update kommt raus. Wir haben den Holzfäller auf Level 2, bevor wir überhaupt ein einziges Mal den Bowler ziehen. Wie geht das denn? Das eine ist eine Legendary Card, das andere ist eine Epic Card. Krass, okay. Es geht weiter. Ein paar Eisgeister wollen wir noch haben. Musketier, sehr schön. Da haben wir doch die Eisgeister. 272 Mal das Ganze. Krass. Nochmal die Eisgeister. Ja, da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Das sieht doch gut aus. So, eine Super Magical Chest wollen wir später auch noch öffnen. Aber ihr seht schon, die Giant Chests, die sind einfach geil. So viel Gold, so viele Karten und dann auch noch zwei Legendary Cards.
Die sind ja sogar selten aus den Super Magical Chest. Da kam, das war das erste Mal, glaube ich, der Schweinereiter. Sehr schön, Ice Spirit wieder am Start. Na, da war direkt nochmal der Schweinereiter. Das Spiel, also jetzt läuft es beim Schweinereiter. Ich habe gerade gesagt, wir hatten heute ja noch gar nicht den Schweinereiter. Und dann haben wir die ganze Zeit den Schweinereiter gezogen. Ja, 800 Karten, ne? 800 mal den Schweinereiter für Level 9 auf Level 10. Das ist schon echt hardcore. Vor allem Level 10 ist ja noch nicht mal das Maximum. Level 10 ist ja noch nicht mal das Maximum. Das ist heftig. Das ist auch zu teuer. Das kann sich ja kein normaler Mensch leisten. Sehr viele Magier dabei heute. Die Eisgeister sind seltener geworden. Jetzt haben wir hier sogar die Feuergeister öfter dabei. Da haben wir doch mal wieder ordentlich was dabei. 5650 Eisgeister haben wir jetzt hier am Start. Welches Level ist das? Kann eigentlich schon mal jemand, irgendein Zuschauer mal schnell vorrechnen? Der Riese dabei, sehr schön. Die Kobolde. Das sah doch ganz gut aus. Der Prinz nochmal, auch sehr nice. Nochmal die Ice Spirits. Es wundert mich gerade mal, dass wir. Schaut euch das mal an. Die Kobolde. Oder ich sag mal, die Bogenschützen haben wir erst 1700 Mal von 5000. Ach so, ich sehe gerade, die sind noch nicht. Doch, die könnten wir schon auf Level. Die sind, wir könnten die Pfeile schon auf Level 13 bringen und die Kobolde und die Bogenschützen sind noch extremst weit davon entfernt. Bisschen komisch, wie konnte das denn? Wie konnte sowas denn passieren? Egal, wir machen weiter. Komm, ein paar Ice Spirits will ich noch haben. Ich will die auf Level 11? Eisgeister Level 11, ist das, geht das hin? Kann man das hinkriegen? Die Guards, auch nicht verkehrt. Schon wieder die Magier. Die Magier sind. Ich gucke mir das Ganze später nochmal an. Aber die Magier waren ja hier ultra oft am Start. Schweinereiter, sehr schön. Und der Royal Giant. Der Royal Giant habe ich auch noch gar nicht hier gesehen. Es sind immer wieder Epic Cards dabei. Das ist auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal die Super Magical Chest, ne? Wir öffnen jetzt die Super Magical Chest. Wir haben heute schon zwei Legendary Cards gezogen aus den Giant Chests. Wäre ein bisschen krass, wenn jetzt hier noch eine Legendary Card drin wäre. Also ich bin bis jetzt zufrieden. Legendary Card mäßig bin ich zufrieden. Wir öffnen das Ganze trotzdem mal. Vielleicht sind ja auch 22 Bowler am Start. Das wäre natürlich auch geil, ne? Ich bin gespannt. Was haben wir in der Super Magical Chest dabei? Zweimal der Prinz ist schon mal nice. 249 mal der Bomber ist schon mal nicht so nice. Der Royal Giant, ja. Oh mein Gott, sechsmal der Bowler. Sehr nice. Das reicht doch schon mal für ein paar Level. 137 mal Fireball. 15 mal die Skeleton Army. Oh mein Gott! Der Holzfäller. Der Holzfäller lässt uns nicht in Ruhe. Der erscheint hier ja die ganze Zeit. Im Shop und in jeder Kiste ist der Holzfäller am Start. Wie krass ist das denn? Die Legendary Cards kommen heute auf jeden Fall rum. Oh mein Gott, das lassen wir noch ein bisschen auf uns wirken. Noch ein Holzfäller.
Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem das Ganze hier live. Das ist doch einfach bescheuert. Krass, einfach krass. Okay. Genug auf uns wirken lassen. Der Holzfäller, der Lumberjack. Das Update ist noch nicht lange draußen, ne? Zwei Tage. Und der Holzfäller, wir haben ihn schon dreimal. Und er ist sogar nochmal im Shop am Start. Aber ihn auf Level 3 zu kriegen, das wäre ein bisschen zu viel. Wir machen noch etwas mit... Wir öffnen noch zwei Giant Chests. Wir öffnen noch zwei Giant Chests. Bisschen Gems müssen übrig bleiben. Sehr schön. Noch 248 Mal. Der Ice Spirit. So, und jetzt geht's los. Wir ziehen uns erstmal die Karten, die wir im Visier haben, die wir gezogen haben, die nice sind. Na, machen wir das mal nicht in diesem Deck. Machen wir es mal irgendeinem. Machen wir es in diesem Deck hier. Ziehen wir uns mal die Karten hoch, die wir dadurch upgraden konnten. Stimmt, den Sparky haben wir ja sogar auch gezogen. Tun wir uns auch mal dazu. Welche Karte hatten wir noch im Visier? Ganz klar der Bowler. Und dann geht gleich das ganze Upgraden los. Ja, sortieren wir uns das Ganze noch ein bisschen so, wie wir es wollen. Holzfäller hierhin. Eisgeister, Bowler, Sparky. Sehr nice. Also bis jetzt echt ein sehr krasses Chest Opening. Das war jetzt kein, ich weiß nicht, ob ihr das von anderen YouTubern gesehen habt, die haben ja 100.000, 200, 300.000, ich glaube der eine hatte sogar 700.000 Gems geöffnet und dafür, für nur, es ist natürlich total viel Geld und total viele Gems, aber für nur circa 40.000, etwas weniger als 40.000 Gems, so krasse Karten zu ziehen, ist schon krass. Okay, der Sparky geht ein Level hoch und der Schaden vergrößert sich einfach. Krass, 130 Schaden pro Hit mehr, das ist schon eine gute Sache. So, jetzt geht der Bowler hoch. Ein Level haben wir ihn höher. Ah, er geht sogar auf Level 3. Jo, auf Level 3 der Bowler. Nice Sache. Und jetzt die Ice Spirits. Auf welches Level bekommen wir die Karte? 8, 9, 10, 11. Lol, wir würden sie sogar auf Level 12 bekommen. Wir würden sie sogar auf Level 12 bekommen und das machen wir auch. Ice Spirit, ultra geile Karte. Level 12, mein Ziel war sie auf Level 10 zu bekommen. Und jetzt haben wir sie auf Level 12 und natürlich noch der Lumberjack, der Holzfäller. Zweimal gezogen, ultra krass. Schaden und Hitpoints vergrößern sich, mega krass.